Okay, Corsi Talk, Episode 17. Damn, Digga. Shit. Bald haben wir 20. Heute mit Phil, Returning Guest, zum dritten Mal wieder da. Skü. Oder Lil Lightskin ist besser, oder? Ja, ist egal. Ist mittlerweile. Schon mittlerweile ist es egal. Tuli Lili. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da, supportet. Guckt bei der Dias Shop vorbei, ihr Sirski. Wird eine coole Folge, glaube ich. Ein paar coole Sachen auch wieder passiert in den letzten zwei Wochen. Was ging so bei euch bisher die Woche? Fang mit Marvin. Ich habe ganz viel gesagt. Ich hatte richtig viel Visit von Freunden aus München. So alte Homies haben mich besucht, so ein bisschen Berlin zeigen. So okay, chill. Okay. Bisschen diese Touri, aber auch cool, weißt du? Ja, ja. Genau. Hast du diese City Guide gemacht? Ja, die? Mäßig. So hier kannst geil essen, Bro. Da nicht so, hier ein bisschen geil driften. Das nervt immer so, wenn so Leute, du wohnst so in Berlin, dann kommen so Freunde zu Besuch und die sind so voll auf Party-Vacation-Modus und du bist so voll in Real-Life-Modus. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist, aber meine sind nicht so. Weißt du, die machen nicht diese Party so auf krass, weißt du? Also ich hab gar keinen Bock, Bro. Ich hab so einen Opa-Lifestyle, Bro. Ich gar keinen Bock. Ich check. So. Was ging bei dir, Digga? Montag, Dienstag eigentlich nicht so viel. Mittwoch hat ja Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Alles Gute. Ja, alles Gute. Genau, das wollte ich jetzt gerade hören, deswegen. Handles and blessings, brother. Und ja, dann Donnerstag Geburtstag gefeiert. Im Kitty, dann gestern nochmal im 808 bisschen gefeiert. Ja. Und Mittwoch habe ich auch Release. Du hast ein Song Release, Musikvideo. Ja. Wo muss er auch drüber? Mein mittlerweile, ich weiß nicht, 13. Comeback oder so. Ja. Aber diesmal wirklich, also diesmal auf Ernst. Ja. Und ja, Mann. Also sagst du, jetzt wird durchgezogen? Ja, ich habe ja die letzten 4-5 Monate Social Media Pause so mäßig gemacht. Ja. Hab nur so an Songs gearbeitet, Studio gewesen. Ich war mit Water Borders im Studio, letztens in Hamburg 3 Tage. Ja. Dann immer wieder hier in Berlin so über die letzten Monate viel mit Brand so organisiert, Investor gesucht, gefunden, so diese Filme und einfach vorbereitet so und jetzt alles rausballern. Und du hattest irgendwas in deiner Story, irgendwas, du bist aus Verträgen jetzt raus oder sowas? Ja, ja, ich war doch 3 Jahre war ich noch so ein bisschen in Streitereien mäßig so, diese Ratar-Goldmann-Filme, weißt du? Okay. Aber das sei jetzt alles mäßig so over. Okay. Die sind ja jetzt auch insolvent gegangen und so. Ah ja. Ja, Mann. Sind ein paar Sachen schiefgelaufen auf jeden Fall, ja. Ah ja, okay. Yes, sir. Ja, immer nervig mit so Verträgen und sowas, ne? Ja, Digga, wirklich. Passt auf, was ihr unterschreibt. Ja, bitte. Voll. Probezeit nutzen. Ja. Gucken, ob die Leute, mit denen ihr arbeitet, ob die euch auch verstehen. Genau. Eure Welt checken und so. Safe. Was ging bei dir? Uni fängt nächste Woche an, Bro. So, also, dieser Stress. Immer noch Wohnung nicht gefunden, Bro. Ja. Eigentlich gefunden, muss man so ein bisschen warten und schon so, weißt du, viel mehr da hinzugehen. Event announced, erste Event. Ja, 26.04. Ja. Sean Brownski Performance, ja. Raveheim, X Unemployed. Trittst du der, auf? Der trifft ja, kein, auf. Der auflegt kein Song? Techno. Ja. Machst du für echt und so? Natürlich. Geil. Ja, Bro. So, die Leute denken, dass Sean wird ein Techno-Event auflegen. Ja. Das ist so dumm. Deswegen müsste also ich mache ein Collab mit Raveheim, deswegen. Aber ja, sonst. Wir waren an XO-Party, ne? Ja, wir waren eine XO-Party. TikTok-Riss-Party. Das ist TikTok-Riss-Party. Es ist so, weißt du, wenn du auf Schrumps bist und dann dein Homie versucht dich zu, weißt du, zu faxen mit dir in den Club. So ein Experience war, also das ist crazy, Bro. Ich war so, Bro, also Leute an sich war cool. Ja. Aber Bro, DJs, so, die haben einfach Spotify-Transitions gemacht, weißt du, diese... Ja, aber das war oben, oder? In dieser Lounge. Nee, beiden waren, Bro, die haben diese Dubstep gespielt, so diese Skrillex. Ich war so, Bruder, das ist nicht, was ich wollte jetzt hören. Hell no. Ja. Skrillex tot. Aber an sich fand ich es eigentlich cool, auch die Leute, die da waren, schau dann alle, mit denen wir geredet haben an dem Abend. Da kommt auch ein Vlog noch raus, den wir gedreht haben mit White zusammen. Ich fand es an sich, war es schon cool, aber es wurde halt reingeschissen, weil die Security Einlassstopp gemacht hat. Und dann keine Leute mehr rein durften. Das ist schlecht, weil bei so, wenn du Event machst und die Security-Faxen machst, ist nicht dein Schuld. Und so Leute haben 3 Stunden gewartet. So. Das sogar die Leute mit Tickets. Das ist schon schade. Digga, wirklich, was müsste man mir geben, dass ich mich 3 Stunden für eine Party in einer Schlange anstelle? Ja, Bro, ich wollte gerade sagen. Für 30 Minuten max. Und wenn nichts moved, dann, Bro, ich geh nach Hause oder irgendwo was. Das. Für 3 Stunden. Sali, sein Arsch, wir haben gerade, schau an Sali, der ist heute zu Besuch da, der stand, glaube ich, wie lange standest du? 4 Stunden oder so? Das ist 4 Stunden. Hat in der Schlange. Bro, retire. Ja, aber nee, aber es ist, wenn du jünger bist, Bro, dann machst du das auch noch eher. Cool. Ja, also, weißt du, Leute haben keine Experience mit Party, vielleicht wollen die echt Party gehen. Ja, vor allem, wenn du extra anreist und du zahlst Geld für das Ticket und so. Und fair.
Ich weiß noch, Digga, als wir, ich finde so, anstehen für Club 3-4 Stunden, ganzer Abend am Arsch, Digga. So, geh doch einfach woanders hin, irgendwie so. Ja, so, aber irgendwann checkt man. Leute haben bezahlt deswegen, die waren so, ja, 20 Euro, ich muss so für diese 20 Euro mindestens reinkommen, weißt du, ja, Bro? Also ja. Ich check halt. Ja, crazy, Digga. Über was wollen wir zuerst reden? Auf was haben wir Bock? Metro. Ja, so kurz mal kurz releasen, also die Releasen gucken, also angucken. Ja, dann, ja. Ja. Dann, ja. Wie es geht. Über was habt ihr angehört? Ich habe das Album nicht gehört. Bro, also finde ich, ist cool, aber auf jeden Fall. Am Anfang, ich habe Wies gehatet. Ich war so Hater. Ich habe sogar einen Post. Also ich habe es in einer Story gesehen. Ja, Bro. Ist tot und er dachte, Sache. Metro ärgert sich, wenn er Story sieht. Ja. Oh, Ahnung, du warst so, weißt du. Ah, kacke, Musa gefällt. Scheiße, Musa gefällt. Lass runternehmen. Der checkt nicht. Aber so an sich, ein paar Tracks war so echt so gute Future-Tracks. So erste, for example, Intro, dann. Und die, auch diese Dissen, so, weißt du, mit Recross, da gibt es Tracks auch. Ich habe die Namen vergessen, das ist auch cool. Und GTA, an sich coole Tracks, aber auf jeden Fall diese Metro, ich glaube, es kommt wegen Metro. Ich glaube, Future hat guten Job gemacht, ja. Aber Metro Production auf jeden Fall so ein bisschen liking. Ja, fand es wack, nicht so gut. Digga. Bro, der macht so easy-ass Job, einfach so Sample oder Reverse oder ja. So, macht ein bisschen Speed-Up oder Reverb, nichts Neues. So ich meine, wenn du auf Metro seinem Level bist, dann musst du eh nicht mehr so viel machen, da reicht Bro, schon aber sein Name. Aber du kannst auch wenigstens, also wenn du so ein krasser Producer bist, kannst du nicht seit 3-4 Alben dasselbe Drumkit benutzen, Bruder? Bruder, er gibt sich immer mehr die Mühe, was Neues einzuspielen, dann nimmt einfach irgendwas aus seinem Packsicker und haut das da drauf, Digga. Ja, Bro, ich check. So ein großer Track gerade, diese Creep mit The Weeknd, so wie so kannst du so als Trap-Producer zum Creeping gehen? Das, ich finde das ein bisschen wack, so. Ja. Hast du es gehört? Ja, aber ich hatte gerade keine Ahnung, wovon ihr geredet habt. ja. So ich habe nur diesen einen Track mit Kendrick gehört. Ah, like den so. Diss, den Drake Diss. Und ich war so, what the fuck, da big wait a minute. Aber findet das nicht verrückt, was für einen Impact eigentlich Drake hat? Weil nur weil es um ihn geht, ist einfach der die Streaming-Zahlen. Der zweiterfolgreichste Release, was so Rap angeht, aller Zeiten. So. Ja. Ich glaube irgendwie schon jetzt schon 79 Millionen Streams oder so. Einfach nur, weil Drake gedisst wird. Aber seid ihr Team Drake oder Team Kendrick? Team Kendrick. Kendrick, 100%. Kendrick. Bro, Drake. Till I die, bro. Drake, der ist mir egal, Hauptsache, die beleidigen sich alle, Mensch. Bro. Das geht auch, Digga. Wenn Drake einen Diss-Track droppt, dann ist also Respekt. Weißt du, Bro, der macht diese Instagram-Captions und einfach im Konzert so, weißt du, sagt, ja, Pussies, bla, 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 bla. Nobody can fuck with me. Ja. Bro, aber ich sag dir ehrlich, okay, Digga. Prove it. So. Wenn er Diss-Track Job, Digga. Ich sag ja, Bro, wie oft hat er irgend so ein Beef gewonnen, Bro? Müll vielleicht. Der hat gerade 7 Ghostwriters einfach schreiben ihm. Ja, 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 so, die arbeiten du? Overtime. Du musst Angst haben als Rack, du musst Angst haben, Digga, vor Team Kendrick, Digga, weil es auch diese Seite mit Pusha T und so, Bruder, pass auf, weißt du? Pusha T hat damals übertrieben, Bro. Ich erinnere mich, 2018. Bro, er hat ihn hops genommen, Bro. Ja, Bro. Er hat es hops genommen, er hat Angst, sein Kid zu releasen und jetzt sein Kid, so weißt du, sein Low-Key so, kann man sagen, der zeigt sein Kind jetzt überall, aber damals. Ja. Während das rausgerollt. Er musste zeigen, verstehst du? Ja, er Bro, weil ich schon weißt du. Ja, fucked up, so, okay, let me present. Einfach mit deinem Ponster-Kind gemacht. Also, ja, shame. Aber viele sagen so, Kendrick ist ein bisschen Pussy auch, weil Bro sagt ja so, er wäre Top 3 und sowas, aber er released nichts, er ist gar nicht so relevant. Und was? Nee, ja, weißt du, was ich meine? So, Kendrick kommt nur kurz auf einem Song von einem anderen, kurz dissen, Bro, verschwindet dann ist, wieder. Kendrick ist so wie diese. Wie bei so bei Marvel, Digga, Captain Marvel, Digga, alle sind am Arsch, er kommt so kurz rein, dann macht sein Ding, er dippt wieder. Verstehst aber, du? Aber Kendrick meinte doch irgendwie auch sein letztes Album, was er gemacht hat, sein letztes Album. Meinte er das nicht? Nein, er droppt. Aber wer hört noch ein Kendrick-Album in 2024? Bro, ich sag dir ehrlich, Bro, das ist einer der besten Hip-Hop-Alben in den letzten 10 Jahren, Bro. Ja, aber die alten Sachen sind geil, absolut. Neuen, ich bin auch Kendrick-Fan. Ja, ich bin nur am alten Sachen. Aber 2024, Bro, ich weiß nicht, wollen wir diese. Das muss schon echt gut sein. Ich habe das Gefühl, die Leute sind viel mehr auf so Partymusik programmiert mittlerweile, dass sowas gar keinen Anklang mehr finden TikTok würde. TikTok halt so. TikTok. Ja, Bro, aber das ist mir egal, Bro. Das ist Kids, Bro. Das Ding ist, Kinder werden auf jeden Fall anders konsumieren, Bro. Bro, jetzt guck mal, jetzt Netspend und Osama Song existiert und ich check die halt nicht. Also jetzt anfange ich und ich habe gemerkt, dass ich bin einfach Oldhead. Das verstehe ich, was die machen, weil diese Distorted-Beat-Type-Musik ist einfach nicht so, nicht ganz meines, aber so, ich verstehe, warum Kids das feiern. Ja. Das ist so Jerk, Hood-Trap, New Jazz, ja. Das ist so perfekt für Kids, aber so für mich auf jeden Fall so, ich
wenn ich so irgendwelche so old type of trap beat höre, ich gehe dumm und Leute sagen, Bro, das ist einfach so too basic. Ja. Ich war so, Bro, what the fuck, so weißt du? Ja, ich finde Netzband übel fire und ich würde nie jüngere Künstler haten, weil ich genau dann wüsste, okay, damn, jetzt bin ich alt, wenn ich anfange, die Sachen zu haten und so. Mhm. Ich habe angefangen zu haten, aber dann ich gesagt, okay, let me actually so ein bisschen reinzukommen. Und ich habe mal gesagt, Bro, ich verstehe, warum Kids das feiern, weil das ist was Neues. Ja, ja. Ein Typ in meinen Hottext hat geschrieben, dass Netzband better als Candy. Ich gesagt, Bro. Was? Bro, übertrieb doch nicht, weißt du? Ja. Ja, aber nee, aber das meine ich. Die Kids hören kein Kendrick. Die hören nicht diese Lyrical, Miracle, Spiritual, Individual. Lyrical, Miracle, Spiritual. Astronomical, Astrological. Ja, Bro. Ja, aber muss ich diesen Ding kennen? Netzband? Heißt das? Kennst du nicht Netzband? Nee, der ist, wie alt ist der? Der ist so 14 oder 15? 16, Bro. Der ist 16. Ja, aber zieh, Digga. Echt? So Maddox von so, weißt du, heutzutage. Ich wollte sagen, Digga, Maddox. Das ist so ein kleiner White Boy, der sieht ein bisschen aus wie Maddox. Und ich glaube, deshalb kriegt er auch so viel Hate, weil er halt ein White Boy ist. Wäre der schwarz, dann wäre da auch gar kein Hate. Er hat so Hype wie Lil RT oder so. Kennt ihr den? Der kleine Sechsjährige? Yeah. Ah, ja, sorry. Oh, das von Atlanta. Ja. Oh, Atlanta macht crazy Sachen mit Kindern. So. Weißt du, die bekommen Rapper schon ab 3, weißt du? Das ist crazy, Bro. Das ist geil. Kennt ihr diesen Laser Dim? Bro, nee. Trying out a chop so hard, gotta run at the house when I play my music, so Rudolph all over me. Bro, der Typ, das Ding ist, was ich bei ihm authentisch finde, der macht kein Mixing, kein Preset, nix. Einfach nur Raw. Einfach mit Raw Voice und Beat einfach kommt von irgendwo. Weißt du, kann man nicht verstehen, ob Beat lauter als ihm. Digga, das geht auf TikTok gerade richtig. Bro, ja, das ist crazy, Digga. Und das, Bro, der sieht auch so wie so, weißt du, so ein Crackhead, so ein Mensch, so, weißt du, sein Haar auch so ein bisschen. Ja. Aber krank, ich feier so, ich finde das authentisch, weißt du. Irgendwie so gibt's. Digga, irgendwie lacht die ganze Zeit so, der schmutzt die ganze Zeit so in sein Handy. Digga, dreh dich mal um, bitte. Kack ab, Mann. Sorry. Type shit. Andere Sache, Cardi-Tour wurde offiziell abgesagt jetzt. Ich habe meinen Refund bekommen. Du hast dein Geld zurückbekommen? Jo. Hattest du Tickets? Nee, niemals kaufe ich mir ein Cardi-Ticket. Ich vertraue dem einer von den schlaueren Menschen, ich sag dir nicht. Check ich. Das weise. Ja, niemals. Aber wurde jetzt offiziell abgesagt und ich finde das crazy, weil, Digga, ist doch voll damaging für seine Karriere. Was, wenn er nochmal eine Tour starten will? Was denkst du, so viele werden nicht kaufen, einfach weil die, da ist gar kein Vertrauen mehr da. Aber das Schlimme ist, genauso viele werden trotzdem kaufen. Ja. Glaubst du? Ja. Bro, Vertrauen, es werden echt tendenziell weniger Leute kaufen. Ich glaube, der Job auch. Also, ich sag ehrlich, ich beispielsweise, weil ich habe auch ein Ticket, also ich hatte ein Ticket, oder ich komm doch mal, hier geh nicht. Also, das muss schädigend sein, einfach von einem wirtschaftlichen Aspekt. Das ist ja auch. Also ganz ein Kunde und ein Unternehmen, da muss ja Vertrauen sein, bevor ein Kunde kauft. Und ich meine, das ist ja total im Arsch jetzt. Also safe, so die Hälfte oder so, mindestens 40% kaufen kein Ticket mehr. Ja. Keiner liebt Cardi so sehr, dass sie noch. Aber so auf jeden Fall, wenn der Job auch mit Leuten sagt, ja, der kommt auf jeden Fall da drin, ja, kaufen wir, ja, konsumieren, ja, 160, ja, weil der wird auf jeden Fall dieses Ticket noch. Der ist doch auch auf Feuer machen. Dieses Jahr auf 3 Festivals so. Also glaubt ihr, er kommt wirklich? Ja, ich jetzt meinte Splash, ja auch schon. Splash, Frauenfeld und irgendwo noch. Ich glaube, Splash ist zu klein für ihn. Weil Splash, also ich habe gemerkt, dass Splash sein, diese Mainstage zu klein. Ja, die ist echt klein. Bro, wenn du so mit, so letztes Jahr war ich bei Rolling Loud in München und die kleinste Stage sieht größer als die Mainstage von Spawn Splash. Und ich denke, dass, ich weiß nicht, Bro, es ist zu klein für ihn. Ich denke, der Grund, warum ich noch sketchy bin, es gab ja dann so Rumors, dass er Beef mit seinem Label hat und deshalb wollte er auch nicht auf Tour gehen und so. Ah, das sind so Trotzgeschichten. Und ich habe halt das Gefühl, das kann ja auch sein, dass das Label den Festivals zusagt, weißt du, so Booking-technisch die Kohle einsammelt schon. Ja, ja. Aber er davon da gar nicht zustimmt, da keine Lust drauf hat. Also man weiß ja gar nicht, was behind the scenes da wirklich abgeht. Ja, stimmt auch. Vielleicht wollen die noch zwingen, da irgendwie aufzutreten. Kann mäßig sein, ja. Deshalb mal gucken. Meinte nicht Kanye oder so, dass irgendwie sein Label will, dass er für sein neues Album irgendwie so alte Songs mit drauf macht? Ja. Und deswegen hat er noch nicht gedroppt? Ja. Keine Ahnung, so die ganzen Leaks von so einem Jahr oder sowas. Das Label denkt halt nur an Zahlen und Business-technisch. Cash, die denken nicht an den Künstler. Der Künstler sagt vielleicht, ey, das sind Songs, die mit denen identifiziere ich mich nicht, auf die habe ich keinen Bock mehr. Aber das Label sagt halt, Bro, die machen Nummern so, die Fans wollen das, Nummern, Geld, ne, so. Schon frustrierend. Aber das würde die Situation ein bisschen besser erklären. Und ihn ein bisschen entlasten. Er wäre ein bisschen weniger Douchebag. Weißt du, was ich meine? Ja, cool. Vielleicht macht er deswegen extra diese
Kack Lebensmittel. Damit Label keinen Bock mehr hat auf den. Ja. Und sich denkt, Bruder, was glaubt der jetzt? Wir lassen den einfach gehen, Digga. Der macht nur noch Kacke. Digga, dieser neue Song da mit dieser... Camila Cabello. Arsch, Camila Cabello. Ey, Bro, der Song ist so hart, Bro. Du findest hart? Ich find den Bro, so hart. Camila Cabello war Arsch. Ich sag so, Bro, like, was ist das so? Taylor Swift so Fanbase? Ich sag, Bro, what the fuck? Und dann Cardi kommt so, okay. Das eigentlich Beat war für Cardi mehr. Sie hat einfach so... Scheiße gemacht. I love it. Fandest du Cardis Part auch geil? Ja, also das von Camila hat mich nicht gehört, Bro. Ich hab literally nur gewartet, bis Cardi. Ich hab's sogar vorgespult, Bruder. Ach so. Ich hör mir das andere nicht an, weißt du? Ja. Leute werden auf jeden Fall zu diesem Song einfach moschen, Bro. Leute werden zu jedem Song jetzt moschen, weißt du? Ja. Wo Cardi draufsteht, sagt, ja, egal. Ja. Egal, ob der weint da, weißt du, so ein Ding, wir nehmen da Motion. Bro, aber Cardi könnte auch im Mikrofon reinfurzen, Leute, wenn cool finden. Ja, leider, ja. Ich hab Videos gehört. Der egal, was er macht, das ist für die Leute krass irgendwie. Ich check das nicht. Das ja, muss also, halt erstmal schaffen, ne? Ich schwöre. Das ist halt krass. Die Aura, Bro. Diese Aura-Wort ist auch so überall jetzt. Aura. Der hat sein Aura verloren. Aura. Aura, Aura, ja, Aura, Digga. Ja, ja. Ich habe das echt schon nicht so oft gehört. Echt? Nee. Es gibt das mit Cardi-Hype, dass alles von denen gefeiert werden, gibt mir ein bisschen so BTS-Vibes, weißt du, diese K-Pop-Leute so. Loki? Mm. Ja, weißt du, weil diese K-Pop-Leute haben ja auch so extrem kranke Fanbase irgendwie. Ja, und die werden unterstützen, so, weißt du, ja, ja, egal was. So. Crazy. Ja, eigentlich guter Take, bro. Eingeladen. Das ist ein Hot Take, Loki. Ja. Ja. Aber ja, BTS war schon Hauptsyhose. Ja, ja. Nächstes Thema, was wir hatten. Bisschen controversial, aber Diddy, Digga. Diddy. Oh, hey. Ey, das mit Diddy, ich hatte anfangs gar keine Ahnung, was da abgeht. Und dann habe ich mir mal so eine Doku angeschaut vor so 2-3 Tagen. Bro, dieser Typ ist crazy. Was wurde da so gesagt in der Doku? Ja, Bro, das also diese ganzen Sachen, die man schon weiß, irgendwie zu tun hat mit den Morden von Tupac und Biggie und dann mit seiner Ex-Frau, die dann gestorben ist. Und ich habe auch irgendwo gelesen. Sexuelle Sachen und so, Bro, der ist schon echt weird, Digga. Ich habe auch irgendwo gelesen, also angeblich auch was mit dem Tod von Michael Jackson zu tun haben und so. Was? Echt? Ja, ganz verrückte Sachen kommen von dem gerade, ne? Das ist crazy. Ja, jetzt gerade wird wahrscheinlich alles Mögliche zusammengereimt. Ja, so. Ich glaube, es ist auch sehr viel Cap dabei. Ja. Nur. Ich glaube schon, dass er auch schon echt komische Sachen macht. So. Ja. Hast du ein Video gesehen, wo er mit Justin Bieber, mit kleinen Justin Bieber redet, Bro? Das war so auch so ein bisschen creepy. Mhm. Ich denke, der hat ihn gegroomt oder so, ne? Aber bei Justin Bieber waren doch alle so komisch irgendwie, so Usher und so. Ja. Die waren alle so voll komisch. Ja, auch so Usher hat das ja von Ding, von P. Diddy, Bro. Ja. Da war er in diesem komischen Camp oder so, ja, Bro. Ja, genau. Bro, schon allein sein Name, Bro. Puff Daddy, Bro. Wie kannst du selbst nehmen? Genau das, das habe ich immer gesagt, Bro. Ich war so 10 Jahre alt, wir haben P. Diddy gehört und ich war schon mit 10, 11 war ich so... Man, der Name ist sus. Das ist sus, man. Who the fuck are you, Daddy, bro? Puff what, vor allem, weil man ja in Deutschland auch immer Puff sagt, ne? Zum Sexladen. Ja, und dann war ich da so, was? So, Puff? Daddy. Puff-Vater. Puff-Vater. Es gibt sehr diese Zuhälter, weißt du? Das ist crazy, Digga. Shit. This is zesty as fuck. Ja, Bro, der Typ ist schon komisch, Bro. Ich habe nie was von ihm gehört, so normalste, so bis jetzt, weißt du? Der immer war so ein bisschen... Weird, komisch. Und sein Partys auch, weißt du? Das ist das Ding, der Typ, er mag wirklich so Partys. Er macht richtig komische Mark Partys, Rubin, Bro. Ne? So Mark Rubin-mäßig. Diese White Partys. Ich finde das, Bro, das ist alles sus und das ist crazy, Bro. Ich glaube, du bist halt reich. Du hast schon so all die Pussy der Welt. Du bist so, dir ist so langweilig, weißt du, was ich meine? Deswegen so, bleibst du das ist anders. Ja, aber deshalb sagt man doch, dass diese ganzen Milliardäre und so, dass die halt deshalb so... Die sind Pedos. Ja, weil die halt... Bro, der Typ suchen den Kick einfach so. Ja, genau. Ja, Bro, weil wenn du weißt nicht, was mit der Geld macht, tun machst, und deswegen, du gehst einfach alles, weißt du. Ja. So, Bro. Das ist halt das Ding, deswegen ich mir denke so, ey, dieses krass steinreich, dieses filthy rich, Bock nicht. Weil es wie so in einem Spiel, Bro, Araben, du hast so Bruder. Alle Quests gemacht, Bruder, und die ist langweilig. Ja, das und du kannst nicht andere Spiel suchen, verstehst du? Du bist einfach stuck, dann machst du komische Scheiße. Ich sag euch ehrlich, crazy take, aber wenn ich so Unmengen an Geld hätte... Ich würde auch so 2-3 so kleine Mitches holen und dann würde ich die mal so für mich tanzen lassen und so. Brother, I ain't laughing. What the hell? Was? Bro, Alter, tut einfach Hofnarren irgendwie so anstellen, Digga. Ich hab das von dir erwartet, Bro. Ich hab so, wenn Philipp irgendwas crazy sagen, Bro. On luck, Bro. Digga, aber stell euch das mal vor, die haben so große Lutscher nach und dann so... Was? So Lutscher? Bro, der macht diese... wer ist der, Bro, der Epstein Island war, Bruder?
Bruder. Stephen Hawking. Ja, Bruder, du hast auf diese Stephen Hawking gerade, Bruder. Nein. Oh, der arme Digga. Hell, der arme, Bro. Bro, das ist crazy, dass der meint, dass der hat sein Wife gecheatet. Und ich war so, Bruder, wie ist möglich so? Weißt du, physikalisch, Bro, das ist unmöglich, Bro. Was hat der gemacht so, Bro? Ja, aber es ist auf jeden Fall verrückt. Das ist eh eine verrückte Industrie. Ich glaube, zu diesen Zeiten damals war eh noch ganz andere Times. War, ja. So Gatekeeper und so gab es viel mehr, ne? Also auch so wie hieß der andere? Epstein? Weinstein, Harvey Weinstein. Mm. Mit diesem Me Too. Da war ja damals das auch mit den ganzen Schauspielern und sowas. Ich habe das Gefühl, die Leute hatten halt damals einfach viel mehr Macht und haben diese Macht dann halt einfach so ausgenutzt. Steve, ich habe halt auch sehr viele Macht. Nickelodeon? Nee, das ist Dan Schneider. Mm. Digga, ganze Industrie voller Demons. Das ist total, also, Bro. Also, ehrlich. Also ehrlich. In jeder Ecke. Ey, habt ihr das mitbekommen mit Ryan Garcia, diesem Boxer? Mm. Ah, Bro, das Digga, ist komisch, bei dem ist auch gerade richtig komische Sachen gegeben, ja, bei dem ab, Digga. Ich glaube, das ist auch Coke, Bro. Er kam mit so einem komischen Video, er will so Industrie exposen, dann ein paar Tage später entschuldigt sich irgendwie, ja, und sagt so, ja, das war alles nur so gesagt und so. Der Bruder wurde gesmashed. Er hatte richtig Angst, Digga, und sein Oma hat so gesehen, Digga, als würde irgendjemand hinter Kamera stehen, Digga. Das war, Digga, das... Da ich will gar nicht wissen, was hinter den Kulissen so, ja, eigentlich so wirklich abgeht. So, ja. Das ist safe richtig weird. So. Und das ist auch viel, man will auch nie so, es hat ja auch so voll viel, sagen Leute dann, ja, das ist nur so Verschwörungstheorien und so. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile wird das so immer mehr einfach so, ja, common knowledge irgendwie. Mhm. Safe. Selbe mit Tupac und Diddy, dass Diddy Tupac getötet hat, war anscheinend auch so offene Industriegeheimnis. Mhm. So. Da gibt es Eminem-Songs, wo der das so einfach sagt. Ja, so, jeder weiß, dass Diddy hat Tupac getötet. Eminem hat so vielmal schon geleakt, Bro, dass diese Sache, dass so Puff Daddy hat schon ihn getötet und so. Und bei Biggie war auch, die meinte, dass Puff Daddy hat auch ihn getötet. So. Doch, Bro, das war schon so. Das war ja, schon, ja, so sogar wenn es mit von seinem Label war, weißt du, das schon. Weißt du, was das Problem ist bei Puff Daddy? Man merkt richtig, der Typ hat ein richtig krankes Ego-Problem. Weißt du, so irgendwie so, jemand kommt und will ihm seinen Platz wegnehmen, weißt du, seinen Hack wegnehmen, Bruder, direkt shoot der Nigga. Weißt du, auch Kendrick hat auch irgendwann mal einen Song gehabt, 2013 oder irgendein Feature, meinte so, I'm the King of New York. Diddy ist direkt Pull-Up gemacht zu ihm. Weißt du, so, how the fuck you say you're the King of New York, I'm the King of New York. Brother, da erinnere ich mich. Chill, ja. You're not even a rapper, bro. Ja. Like, come on. Ja, doch, er ist ja schon auch Rapper. Auf jeden ja, Fall. Schon Rapper, aber dieser Pimp-Rapper, bro. Fuckin' hell. Der war halt erst so, ich glaube, der war erst CEO und hat dann auch angefangen mit dem Rappen. So ja, wie ja. Birdman und ja noch. Ich glaube, Birdman ist auch so ein sus Motherfucker, ja, bro. Ja, ich sag dir ehrlich, ja, der Lil Wayne 100% gebucht. Ey, yo! Bro, das ist diese Bar, da war das, das war Ziel, Bro. Die aber haben die geküsst, haben sich echt so geküsst. Die haben sich halt geküsst auf den Mund, ja, und sowas. Bro. So, aber? Auf Stage, doch. Auf jeden da gibt's Fall auch Bilder. Young Thug auch, Bro. Ich glaube, Young Thug ist auch ein Victim davon, weißt du. Ah ja, Young Thug ist, Bro, safe. Ja, safe. Bro. Ja. So, weißt du. Da hast du diese Masche, um da reinzukommen. Ja. Denkst du, welche Rapper, so, weißt du, also, anstatt Kanye, vielleicht Kanye, so, sowieso ein so Red Pill Artist, aber so welcher Artist ist so. Einzige, die so gar nichts zu tun mit so mit diese Illuminati oder so diese anderen Manager, so wie Puff Daddy. So, welche Rapper denkst du das? Klar, also Kendrick auf jeden Fall, aber... Kendrick. Aber Kanye aber, auch, oder? Ja, ich hab gesagt. Genau, genau. Except ja. Kanye. Ich glaube, so, glaub, er war schon irgendwie ein bisschen da drin und hat irgendwie versucht, hat irgendwie schlau... Ja, Bro, der wen war meinst drin. Du jetzt, Kendrick oder Kanye? Kanye. Achso, weil das Ding ist, Kanye war befreundet mit Jay-Z. Jay-Z und ist halt Und Jay-Z ist so große Illuminati, I'm sorry. So. Bro, Jay-Z ist genau wie Diddy, Bro. Die haben beide. Aber Jay-Z gibt mir nicht so dirty Vibes wie. Ja, aber der versteckt das viel krasser. Genau, er weiß halt, wie er sich so ja. clean machen muss. Verstehst ja. du, that the white man likes him. Ja, ja. Bro, der ist auf jeden Fall dieser Uncle. Wer ist das? Dieser, so wie Uncle Ruckus. Uncle Ruckus. Uncle Ruckus. So, ich glaube, Jay-Z wow. ist viel zu an dieser White Business Eier. Und der versucht diese, weißt du so, aber wer ist das so? Everything for Blacks, aber der hat so viele einfach so. Schlechte Sachen gemacht für die Black Community. Jay-Z meinst du? Jay-Z meinst du? Digga, ja. Jay-Z hat doch angeblich auch Aaliyah umbringen lassen, damit Beyoncé die größte R&B-Sängerin sein kann und so. Okay. Die sind beide. Digga, es gibt so viele komische Theorien. Ja, und es gibt da zu viel. Ja. Also manchmal finde ich es auch gefährlich, was man dann Aufmerksamkeit schenkt. Und was nicht, aber fuck, das auf jeden Fall ist ein dirty Business. Bro, Leute, die Milliardären schon, Billionären sind, ist schon direkt. Schlechte Leute. Non-ethical, that shit is not ethical. You have some bodies. Irgendwo muss Body sein. Check ja. so. Die explodieren arm, damit so. So es ist die explodieren? Aber ey, manchmal literally, wenn die so Kriege anstiften und so, aber ja. ich weiß, was du meinst, die exploiten arm. Exploiten, ja, exploiten genau. auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen so, ich dachte so, Millionär ist viel mal armer als so Billionär. So, ja. Weißt du, Millionär kann auf easy so broke sein, ja. Aber Billionär ist einfach, Bro, das war's. Würdet ihr Milliardär sein wollen? No. Also in einem wenn es in einem ethical way possible ist, so safe, dann kann er There is no weggeben. Ethical way. Ja. I mean, wenn ja, Bruder, ich würde dumm viel weggeben, irgendwelche Länder aufbauen oder keine Dörfer aufbauen, auch für Charity-Type-Shit. Aber gerade da finde ich das nämlich gefährlich, weil ich dann denke, okay, ich komme auf so ein Radar, wo ich so, look at dem Motherfucker mit seinem Geld, der macht zu viel Gutes, weißt du, was ich meine? Das so, hat mit dem Catching so passiert. Ja, Digga, aber Milliardäre werden immer auseinandergenommen, immer. Guck mal, dieser eine Typ, der AliExpress gemacht hat, dieser aus Asien, Digga, auf einmal, der ist verschwunden für ein paar Monate, auf einmal kommt zurück und auf einmal er sagt so, ja, ich drehe zurück und ich nehme ein paar Sachen aus dem Programm und so, so weil ihn so die Regierung so einen Chokehold hatte und so. Ich habe auch das Gefühl, sobald du diesen Status hast von Milliardär, kommst du einfach auf so Radare und hast mit Leuten zu tun, wo du einfach keinen Bock hast mitzumischen irgendwie. Ja. Oder zum Beispiel, guck mal, die zu Titanic wollten. Ja, genau, und die habe ich auch gerade gedacht. Einfach viel mehr Dere auf einen Schlag, Digga. Ja. Einfach Viererkill gemacht, Digga. Ja. Ich schwöre. Drohne, Digga. Ich schwöre. Care Package. Ich glaube, wenn du halt dann so, wenn du so ein Milliardär bist, dann musst du, du musst wirklich smart sein mit deinem Move. Also, wirklich. Eigentlich, du musst low-key dir so eine Insel holen, wo da wirklich abgeschottet sein mit so Fat Securities und Pipapo. Und du musst wie in... Es ist kein schönes Leben. Halt. Ja. Du musst wie die deutschen Milliardäre machen einfach. Ich glaube, wir haben hier... ich weiß nicht, wir haben hier ein paar Milliardäre auf jeden Fall in Deutschland. Deutschland hat ja prozentual mit die meisten Milliardäre, ne? Und die machen das todesschlau, boah, die leben irgendwo auf dem Land, in ihrer Villa oder kaufen sich irgendwie ein neues Schloss oder so und chillen ihr Leben, Digga, und sind voll unter dem Radar. So zum Beispiel der von Porsche und so. Digga, wann hörst du von diesen Leuten was, weißt du? Ja. Die sind so voll unterm Radar. Ja, ja, so. Ja. Das ist voll krass, so. Die Deutschen machen das voll smart, finde ich. Mhm. So. Andere Sache, anderes Thema, bisschen in eine andere Richtung, was ich auch noch cool fand zu Bubatz ist jetzt legal, ne? Also ab 1. April so. Ab 1. April wurde nicht verschoben? Ich dachte auch, dass es verschoben wurde. Ja. Ist verschoben? Nee. Nein, wurde doch wieder? Ah, geil. Also ich rauche zwar nicht, aber ist cool für die Leute, die rauchen. darin wollte ich nämlich gerade hin, so was ist eure Meinung dazu? Es würde mich mal interessieren, was auch so eure Begegnungen mit Gras und sowas war. Was ist so eure Raucht ihr? Habt ihr schon mal geraucht? Oder? Noch nie gesehen. Ich hab gerade geraucht, Bro. Du hast gerade geraucht? Ja, vor. Bruder, sitzt hier einfach. Prall, Digga. FBI, es ist noch nicht legal. Bro, es ist noch nicht legal. Wette ist so gut, weißt du, Bro, Leute, es bockt einfach. Vor allem, wenn so gute Wetter ist, Bro, dann will man. Ja, ja, Digga, 23 Grad, du sitzt da drüben an diesem Ufer, Digga. Und dann so ein... Ja, ich hab gerade also wenn du es machst und dann rauchst du da so schon ein, safe, entspannt, wenn man es macht. Hast du mal gekifft? Ja. Ja? Ja, ab und zu rauche ich auch. Echt? So. Aber nicht so, ich kaufe mir jetzt extra was, sondern so. Bei jemandem mitrauchen. Ja, meistens, die meisten Leute haben irgendwie auch meistens irgendwie was dabei so. Ja. Und dann smokt man ein bisschen mit so auf locker. Ja, ich check, Hast du schon? Bei dir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber du meintest... Du warst ein wild-ass Nigger. Ich war ein wild-ass Nigger, Bro. Nee, ich hab actually, und ich hab sogar recently mal wieder. Ah ja. Ja, Digga, keine Ahnung. Also, und ist cool. Wie war's? Ich fand's looking. Ja? Ja, ja. Aber ich finde das halt ein bisschen dangerous, weil ich will eigentlich nicht kiffen. So. Ja. Das ist für mich so. Ja. Sehr easy, kommt man in diesen Hänger-Lifestyle. Ja, safe. Und, nee. Ja, guck mal, das ist aber auch die Sache, wenn du, das macht für mich einen Unterschied, zum Beispiel, ob du zu Hause am Kiffen bist, so irgendwie abends mit deinen Kollegen. Ja. Oder ob du halt draußen kiffst oder zum Beispiel im Studio oder so. Ja. Weißt du, das sind so... Nee, es war home, abends einfach. Ja, siehst du, dann so ist es Hänger, dann ist Hänger, finde ich so. Ja. Also zum Beispiel im Studio finde ich das so, hat es so einen Vibe und man ist so, ich finde, ich zum Beispiel... Bisschen kreativer. Nicht mal kreativer, sondern ich bin einfach so, ich denke nicht zu viel nach, weißt du? So, wenn ich so zum Beispiel nicht smoke Witzig, im Studio... Witzig, weil manchmal ist es anders. Dann denke ich mir so ein bisschen zu oft so, boah, ist das so cool und das so, aber wenn du so smokst, dann ist es so... Weißt du, dann kommt. Ich finde, das kann genau den anderen Effekt haben, dass wenn man, gerade wenn man smoked, dass man dann anfängt, alles zu überdenken, ein bisschen paranoid wird und sowas. Ja, das gibt's auch, ja. Gibt's auch, aber bei mir ist das nicht so. Ja. Ich fahre jetzt nach Amsterdam in 2 Wochen tatsächlich. Und da war ich auch im Überlegen, vielleicht mal ein bisschen zu smoken. Aber. Diese Brownie, Bro. Na, Edibles, hast du schon mal Edibles? Nein. Nee? Digga, ich habe so einen Cookie gegessen in Barcelona. Da war es eigentlich für 4 Leute, die so richtig regelmäßig kiffen. Du hast die Geschichte gefetzt. Oder ich und
ist schon ein Kollege, also ich will jetzt Namen stoppen, weil ich weiß nicht, ob er das öffentlich sagen wollen würde. Aber auf jeden Fall, wir haben den zu zweit gegessen. Digga, es war so lustig. Ich hab wirklich, wir haben uns in ein Restaurant gesetzt, ne? Irgendwann, die haben gesagt, ja, ihr müsst leider draußen sitzen. Dann mussten wir da draußen an der Terrasse sitzen, weil wir so viel gelacht haben. Das ganze Restaurant hat uns angeguckt, weil wir haben wegen jedem Scheiß gelacht. Keiner bringt Wasser. Wir gucken ihn an, wir fangen an zu lachen. Boah. Wir haben so Chicken Wings gehabt. Wir machen die so in diese Mayonnaise rein und machen so, oh. Boah, das war, ich war ganz so anders. Noch nie war ich so am Fliegen, Digga. Ja. Das war so lustig. Also war gute Erfahrung, weil ich schwöre, ich höre immer nur Horrorerfahrungen. Das war halt lustig so. Aber ich glaube, für ihn war es nicht so lustig, weil irgendwann, er meinte so, er geht bezahlen und dann kommt so zurück, also, Bruder, die wollen Polizei rufen, er rennt weg, auf einmal, er rennt, ich sitze noch draußen, auf einmal, er rennt einfach weg und dann muss ihm so hinterher rennen, ich so, Junge, bla bla, wo rennst du hin? Und dann war auf einmal sein anderer Kollege, der war da auch in Barcelona und er sagt so, ja, er hat mich angerufen, er meinte, alle verfolgen ihn und so. Oh je. Ich soll ihm helfen und so. Was bin ich für ein schlechter Freund und so. Und er zeigt mir so Chatverläufe, wie mein Kollege ihm geschrieben hat. Er so, was bist du für ein Freund, dass du mir jetzt nicht hilfst und so. Bruder, der war richtig. Ja, aber deswegen, du musst das irgendwo in Natur machen. So, weißt du, Edibles oder so irgendwas. Ich würde Edibles nie nehmen. Ich habe immer nur Horrorgeschichten gehört. Nicht die Edibles, sonst so Shrooms. Wenn du Shrooms, also ich habe noch nie probiert. Aber Leute, in Natur, wenn du an Natur machst und alleine bist und so, ohne nichts, ohne zu reden, es ist eigentlich eine gute Erfahrung. Also so, weißt du, Meditation. Mhm. Aber so ein bisschen so ungesunde Meditation. Aber auf jeden Fall ist es cool. Es ist besser so Acid oder so Molly. Ja. So ein bisschen so, auch so, weil, weißt du, Shrooms ist auch so eine Natur, weißt du? Mhm. Ist halt natürlich, ist jetzt nicht so im Labor gemacht. Aber ich meine, mein 16-jähriges Ich, Digga, damals, als wir noch gekifft haben, das hätte sich so den Arsch, das ist so krank jetzt, dass es so legal ist, weißt du, was ich meine? Damals, ich bin in Bayern aufgewachsen, Bro, wir wurden an jedem Bahnhof kontrolliert wegen Weed, teilweise einfach nur Ärger bekommen wegen irgendwelchen kleinen Grämmchen oder Krümeln. Jetzt ist es legal, Digga, ist schon verrückt irgendwie. Ist schon geil. Ja, total. Aber es ist auch nur legal, weil die wissen, man kann damit Geld machen, Digga. Ja, das hat offiziell, ist nur deswegen. Ich meinte auch schon, eigentlich man muss Aktien kaufen in Unternehmen, die irgendwie indirekt davon profitieren, dass jetzt die Legalisierung stattfindet. Ja. Es wird bestimmt auch übel krasse Dinge geben. Übel krasse Lieferservices und sowas. Ja, einfach auf Lieferando kannst du so Weedpacks bestellen. Wow. Bro, aber so, meintest du so, weil Geld machen so. Und ich habe ein Comment gesehen von dieser Legalisierung. Ich glaube, das war dieser erste Kanal oder so. Und dann erste Comment, der sagt, Olaf, Amanako, wie will ich mein Geld machen? Und ich habe so tot gelacht, Bro. Der achtet an sein Business. Und dann gehe ich rein, das ist so ein closed ein so Account, Bruder. Das glaubt, der ist wirklich mad, Bro. Junge. Ja, aber nee, ist crazy. Ich finde eben auch mit den Kiffen kommst du so schnell in so einen Hänger-Lifestyle. Ich finde das eigentlich richtig gefährlich sogar. Also ich habe irgendwann auch gemerkt, wenn ich irgendwas erreichen will in meinem Leben, muss ich mit Kiffen aufhören. Safe. Ja. Also zumindest dieses tägliche irgendwie so. Ab und zu ist ja in Ordnung, aber sonst nervt ein bisschen. Ich würde nicht mal sagen, dass täglich schlecht ist, sonst, wie gesagt, es kommt halt drauf an, wann du es machst. So, wenn du es so auf Hängerbasis machst, weil wenn du zu Hause bist und am Chillen bist, finde ich es halt kacke. Aber wenn du es irgendwo machst, wo es dir vielleicht sogar hilft, dann finde ich es vollkommen legitim. Ich finde halt irgendwann, ich habe irgendwann auch gemerkt, dieses Klischee mit, dass es dich kreativer macht. Wenn ich dann ab und zu mal wieder, ich smoke vielleicht alle 6 Monate mal oder so, da merke ich schon auch, cool, weil ich betrachte jetzt Dinge anders und habe irgendwie doch irgendwie so einen Kreativitätsschub, irgendwie es fällt einem bessere Ideen ein, manche gut, manche schlecht. Kann schon auch hilfreich sein, aber ich glaube, so zum Musik machen und so, finde ich es nicht gut, wenn man es so braucht, weißt du, was ich meine? Was heißt brauche? Ich mache es von 5-mal Studio, mache es vielleicht 2-mal. Mhm. So. Aber, ja. Machst, also bevor du irgendwas so in die Studie gehst, du kiffst? Nein, nicht unbedingt, sondern so halt, manchmal haben die Producer meistens was, irgendwas dabei und dann einfach so einfach einen mitsmoken. So auf den. Ich habe einmal gemacht, ich habe einfach so meine Studie einfach gepennt, Bro. Das kommt nicht Studio gut, Bro. Ich war so, ja, okay, lag den, dann Beat kommt und ich dachte so, Bruder, wo bin ich? Er war so, oh, Beats crazy, Bruder. Das war so ein bisschen lange gedauert. So Stunde einfach diese Beat und eine Loop
Und Homie wartet auf mich, sagt, Bro, ich komm. Oder lass mich kurz Text schreiben, ja. Ey, noch ein Thema war Supreme Margiela, ne? Du hast ja sogar was an von denen. Er hat ganze Nacht vor Supreme geschlafen, um sich ein Unterhemd zu kaufen. Ey, Bro, ich habe gerade gesagt, ich habe nicht geschlafen, Bro. Ich war nicht in den Campen, Bro. Ich war nicht am diese Campen, Bro. Das ist was verrückt. Mein Homie war da und der meinte so, komm einfach um 9 Uhr oder 8 Uhr, weil dann die werden kontrollieren. Ja. Ich habe ein bisschen reingesneakt. Aber war das mit Raffle? Also musstest du so Platz gewinnen? Nee, das ist das Ding, Bro. Deswegen Leute einfach so, weißt du, da war so Camping ein bisschen. Ja. Weil wenn du mit Raffle machst, jeder weiß, um wie viel Uhr die mussten kommen. Das war schon ehrenlos für Supreme, Bro. Mhm. Make better. Ich finde es ein bisschen, Alter, ich würde mich nie für Supreme anstellen. Ich weiß nicht, Digga. Ich fühle, wenn du gehen machen willst, du kannst auf jeden Fall so aufstellen. Ja, das verstehe ich dann. Das verstehe ich, wenn du das für so einen Hustle hingehst, aber Alter, keine Ahnung, Supreme. Ja. Wenn du selbst tragen kannst, ist okay. Oder ein Kollege von mir, ne, er hat gecampt, wirklich die ganze Nacht. Und es war, glaube ich, sogar recht kalt diese Nacht, ne? Digga, er hat sich ein T-Shirt gekauft. Digga. Bruder, er war von abends 21 Uhr bis nächsten Tag 9 Uhr. Für ein T-Shirt. Für ein T-Shirt bei Supreme. Und weißt du, welches T-Shirt? Dieses, was so Schmutzflecken drauf hat. Einfach Box-Logo und dann sieht es aus, als wäre so. Als ach so, er, Bro, als ja, hätte er ja. sich so mit Teer beschmiert und hätte dann so gemacht. Ah. Digga, für dieses T-Shirt hat er sich da angestellt. Falscher Ehrgeiz. Das ist, Mann. Bruder, Arsch. Find Supreme auch geil. Mein Homie hat gute Haul gemacht, Bro. Ja. Der hat so für 3K Sachen gekauft. Echt? Ja. Der kann flippen auf jeden Fall. Ja, Bro, der macht das jetzt. Ja, der hat schon mit StockX gemacht, mit das gemacht, Bro. Der ist dieser Supreme Lord, der hat seinen Supreme Lord. Das Einzige, was ich cool fand, habt ihr diesen Geldbeutel gesehen? Der, ja, wie so eine Quittung. Ja, ja, das ja, ist cool. Ja, ja. 220 Euro, aber für Portemonnaie ist schon hart. Ja. Bro, du kannst das easy flippen. Für Taui. Ich das ist auch ehrlich, schon wieder das. Taui? Ich hab die verkaufen schon in Grill für Taui. Was redest du? Ja, aber deswegen, das war so limitiert. Sogar in Store, da waren nur 10 Geldbeutel. Geldbeutel. Was? Was? Ja. Das war direkt weg. Das war direkt weg. 10 Geldbeutel. Und ich finde, so ein Geldbeutel ist auch schon fast Kunst. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht so ein langweilig. Also, das ist schon ein geiles Piece irgendwie. Und ist ja auch eine Anlehnung an das Margiela-Portemonnaie mit den Geldscheinen. Das fand ich nämlich auch immer so geil. Deswegen, Leute haben direkt das gekauft und wussten, dass es kommt crazy am Resale. Und deswegen geht es bis dahin. Generell, Margiela macht geile Geldbeutel. Die haben auch einen so einen Money-Clip-Geldbeutel. Ich war am Überlegen, mir den zu kaufen damals, aber ich war dann auch so. Aber wie viel kostet das? Schon ist viel. Nicht so teuer. Was? Er hat auch 200 Euro. Mein Portemonnaie ist auch voll teuer. 300 Euro Bereich. Hab ich aber geschenkt bekommen von so einer Dingsseite. Okay, Goya. Ist doch kein Goya. Ist Goyard? Ja. Ah ja, nice. Goya mit einem B. Im Goku. Ja, aber Supreme, Digga, an sich, keine Ahnung, tot irgendwie. Nee, ich glaube, die machen jetzt gute Moves. Supreme ist mies nicht tot. Ich schließe mich aber seinem Take an. Ja, nee, also klar, Leute konsumieren das, ich sage ja nicht Vorlauf, aber für mich persönlich finde ich nicht cool. Das ist subjektiv. Qualität finde ich nicht. Quali ist auch. Ja, Quali ist Ass, Bro. Aber Qualität ist Ass. Wisst ihr, ich habe nie gecheckt, aber was ist irgendwie so, was ist so reizend an Supreme. Das ist, ich sehe halt literally, ihr habt Hoodies hier mit Box-Logo und Bro, das sieht aus, als ob ich das auf Canva gemacht habe. Ich finde, das ist so purer Konsum einfach. Ja, das ist halt aus meiner, wahrscheinlich ist man irgendwie emotionally dazu connected von damals oder so, ein bisschen Nostalgia. Aber Bro, ich check das nicht. Also, was ist daran krass an dieser Weil Marvin, Bro, du trägst kein so Streetwear-Sachen. Und so für Streetwear-Kultur ist was anders, so weißt du. Aber ich habe damals ja auch Streetwear gesagt. Selbst damals hat es mir irgendwie nicht. Das ist einfach sehr. Krank plakativ, das ist einfach, Bro, einfach nicht kreativ aus meiner Sicht. Ja. Bro, aber Bro, Supreme hat so kreative Sachen. Du redest ja gerade nur von diesen Box-Logo-Sachen, aber diese Box-Logo-Sachen sind sogar der kleinste Teil von Supreme. Es gibt ja so viel mehr. Ja. Wenn du einmal in den Store gehst, du wirst das Safe-Out-Piece finden, wo du sagst, ey, die sind voll cool. Bro, Caps sind cool, Jacken sind cool, Bro, vertrau, du musst einfach einmal so. Warst du eigentlich schon im Supreme Store? Ich war schon mal da. Ja, okay. Ja, ist halt so ein typischer Argument. Kann man nichts sagen, okay. Ja? Okay. Ist halt so ein typischer Skate-Shop einfach. Aber war schon ein krasser Moment, dass die hier in Berlin aufgemacht haben. Damals, als wir auch eben so 16 waren und Supreme so übel krank war, war es halt auch so, boah, im Supreme-Store zu sein, war so krank, weißt du, was ich meine? Als hättest du so Atlantis besucht oder so eine Scheiße. Supreme Vergleich mit Atlantis, Ja, Bro, weil es waren dann Leute, es gab es nur in New York. Der LA. In Paris kam dann irgendwann, genau. Tokio. Tokio. Shanghai. Bro, wenn du
in einem Dorf in Deutschland aufwächst, dann ist es damn near wie Atlantis, ja, motherfucker, dann geht nach New York für einen Supreme Store. Gibt's Atlantis überhaupt? Nee. Ich glaube, nur drei Städte haben in Amerika, L.A., zweimal New York, die haben zwei Shops. Was? Bro! Bruder, ist so nicht hier, Digga. Gibt es Atlantis? Ja, ja, Bro, ich glaube, so drei Städte. Bro, da gibt's Supreme Store in Atlantis. Du hast in der falschen Lobby gejoint. Ich musste nicht heute diese Joint rauchen, Bruder. Ey! Meine ganze Welle, Bruder, fuck. Bruder, ja. Ey, okay, Thema Switch, noch ein paar Community Questions. Eine Frage von kein Klabautermann. Schau an dich. Geiler Username, Digga. Bruder, geiler Username. Das sind deine Follower schon. Ja. danke für deine Frage. Bin am Überlegen, später mal nach Berlin zu ziehen. Was für Vor- und Nachteile? Lass es, Bruder, lass es. Bleib. Lass mich mal fertig lesen. Bin am Überlegen, später mal nach Berlin zu ziehen. Was für Vor- und Nachteile hat das Leben dort? Vorteil auf jeden Fall, du kannst hier auf jeden Fall so easy like-minded people finden, ja, weißt du, die du vielleicht in deinem Ort gerade nicht hast. So. Ja. Mehr Job Opportunities, aber so Nachteile aus meiner Sicht ist, das Leben ist hier krass hektisch, wisst ihr? Mhm. Das ist in jeder Stadt so. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so hier in Berlin ist so irgendwie keiner Zeit, Bro. Jeder ist so. Ja, ja, komm, lass treffen und dann treffst du euch in einem halben Jahr oder so. Ja, so, ja, check ich. Das halt das. Also du verlierst so ein bisschen deine innere Ruhe. Und, ja, und so Freundschaften, Beziehungen sind vielleicht auch nicht mehr so eng, wie sie in kleineren Orten sind. Oberflächlich ja. halt auch. Oberflächlicher, ja. ja. Das. Aber ich finde auch, ich bin jetzt neulich hier wieder, als ich mit dem Flieger gelandet bin bei Brandenburg, habe ich die Stadt gesehen und hatte das erste Mal dieses Gefühl, und das hatte ich noch nie, wo ich so war, damn, ich liebe diese Stadt echt so. Berlin ist echt eine coole Stadt, was Selbstverwirklichung angeht. Ich finde das übel geil. So wie wir hier sitzen und so, das wäre nirgendwo so richtig so möglich oder eher schwerer. Auch als wir unseren Podcast angefangen haben in Pirate Studios noch. Digga, so ein Podcast-Studio einfach mal so chillig zu mieten für ein paar Euro. Ja. Das geht halt nur in so einer Stadt. Deshalb finde ich das schon geil. Ja. Ich meine, du bist gebürtiger Berliner, der Einzige hier. Echt? Ja. Keiner von euch, also du nicht, du kommst ja aus München, ne? Ja. Oder ich bin Ausländer. So crazy Ausländer, so weißt du. Crazy Ausländer. Ich hätte, hätte ich nicht gedacht. Diese Kanaken, Bro. Aber wie ist es für eine Sicht von einem richtigen Berliner? Also ohne Beleidigung, es regt mich voll auf, dass so viele herziehen. Mhm. Also ich finde, ich sag immer, ich finde Berlin ist so deutsches Los Angeles. So jeder will hierher kommen. Das hat mein Dad auch gesagt, und der ist aus Los Angeles. Um sich zu verwirklichen, so. Aber wenn man dann hier ist, ist halt knallharte Realität so. So die wenigsten schaffen das wirklich so. Und ich erlebe auch, dass extrem viele wieder wegziehen, ne? Ja. Also so Leute, die hierher ziehen, dann so nach einem Jahr oder so, ja, ich gehe wieder zurück und so. Mhm. Also das erlebt man hier auch, das ist halt sehr viel so rein, raus so. Und ja, so, ich weiß nicht, irgendwie ist halt vor allem die Wohnungssituation ist Katastrophe jetzt geworden. Ja, das ist ein riesen, riesen Nachteil, auf jeden Fall, Wohnungen hier zu finden. Die Stadt hat über 400.000, seit Corona sind hier über 400.000 Leute hingezogen. Ja, krank. Digga, 400.000 Leute in 3-4 Jahren. Das ist dumm. Das ist krank. Ja. Das ist verrückt. Bro. Also dieses Wohnungsfinden ist, glaube ich, echt tatsächlich auch die größte Challenge, wenn du hierher ziehen willst. Es ist so gut wie unmöglich, hier eine Wohnung zu kriegen. Ja, ist es wirklich. Also das Problem ist ja auch, es stehen ja so viele Immobilien auch leer, weil die zu teuer sind. Mhm. Digga, Bruder, wer könnte sich jetzt mal auf Ernst so eine Wohnung für 3.000 Euro leisten im Monat? Mhm. So, und genau diese ganzen Apartments stehen alle leer, aber diese ganzen Wohnungen dafür 800 Euro, wo du gefühlt ein Zimmer für 800 Euro kriegst, Digga, da stehen aber auch dann 800 Leute vor der Wohnung zur Besichtigung, no joke, Digga. Sogar. No joke. Auf Ernst, Digga. Ich hab, letztes Jahr habe ich gesucht, Digga, ich war bei 3 Besichtigungen und ich hatte keinen Bock mehr, ne? Mhm. Ich bin gefühlt erstens der einzige Schwarze, schon mal erster Nachteil. Ja, safe. Dann bin ich auch der Einzige, der so jung ist, so, und die anderen Leute sind irgendwelche Paare, keine Ahnung. Lehrer, Beamte, so, Ärzte oder so. Beamtete. Bruder, wie sollst du diese Wohnung da kriegen? Ja, ist gut, Bro, guck. Oder irgendein Matthias, der hierher zieht, Digga, dessen Eltern seine Wohnung bezahlen und vielen Bürgen, Digga. Mhm. Natürlich kriege ich die Wohnung da nicht, Digga. Ja, ja, ja. So, das ist unmöglich, wirklich, hier eine Wohnung zu kriegen.
Ja, das ist ehrlich ein Riesennachteil hier, Digga. Auf jeden Fall eine Wohnung zu finden, jetzt bin gerade so am Struggle. Du bist ja am Suchen, ne? Ja, Bro, immer noch so. Weißt du, ich dachte, es war so, weißt du, fast genommen dann, dem man so, ja, Bro, so jetzt muss man ein bisschen warten, weil Vermieter, also nicht Vermieter, so Mitbewohner muss jetzt ziehen irgendwo und der hat keine Wohnung immer noch bekommen. So, weißt du, ich muss die anderen Motherfucker warten, bis der einen findet, damit ich da ziehen könnte. Bro, ja. Das ist schon komisch, weißt du? Ja. Bruder. Kannst vergessen, er wird keine Wohnung finden. Also nicht um zu entmutigen, es ist auf jeden Fall nichts Unmögliches. Man kann auf jeden Fall schon eine Wohnung finden. Ich denke, man muss vor allem kreativ sein und sein Netzwerk irgendwie auch verwenden. Wenn Freunde von mir Wohnungen gefunden haben, dann war das immer so, ja, die sind in Facebook-Gruppen gegangen. Die waren nicht nur auf diesen Apps oder ja, also die Facebook haben ihr Netzwerk gefragt. Weil du weißt nie, am Ende kennt doch jemand bei der Arbeit jemanden, der zieht gerade aus oder so. Wenn du es aber schaffst, hier eine Wohnung zu finden, dann glaube ich, kann Berlin schon geil sein als Kreativer und vor allem in den jungen Jahren, wenn man die Energie hat. Ja. Ich würde hier zum Beispiel nie Familie aufziehen, Dicker. Also nicht. Davor haue ich wieder ab. Ich mache hier mein Ding so, während ich Bock habe und dann verpisst man sich irgendwie. Ja, ich will nach Amerika rüber in ein paar Jahren. Ja? Wohnen, so richtig? Ja. Wo? Los Angeles? Also entweder Washington, weil da wohnt auch Familie von mir. Ah ja, stimmt, hast du mal erzählt. Ja, oder ich hätte auch Bock so zu pendeln zwischen New York und halt Washington oder so. Mal gucken. Ja, New York auch noch ist ein cooles Reiseziel. Ja. Warte. New York auch bin, teuer, Alter. Warst du schon mal in New York? Nee. So, aber so ein Traum. Ja, safe. Ja. Hätte auch Bock auf Los Angeles mal wieder. Ich war nur einmal, als ich so 6 Jahre alt war. Bro, war nicht im Club. Du erinnerst nichts, Bro, ja, von da, Bro. Gar nichts. Nee, ich erinnere mich echt an gar nichts. Okay, ja, danke für deine Frage. Was ist noch eine Frage, die wir machen könnten? Ich finde, wie bist du zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden? Ich finde, das ist eine interessante Frage auch für dich. Mm. Und da hatte ich auch eine Frage für dich, weil zum Beispiel, ich habe es ja jetzt auch ein bisschen so gemacht, dieses Viralgehen mit so ein bisschen Funny-Type-Shit, yeah. Genau. Wo man so ein bisschen sein Schamgefühl aus dem Fenster wirft, weißt du? Ja, safe. Ein bisschen egal. Wie war das so für dich, als du angefangen hast? Hast du, also diesen Sprung zu machen, es ist mir egal, also auf Posten zu drücken, weißt du, was ich meine? Digga, also ich glaube erstens, das war ja schon, ich mache das ja schon seit 2019 so. Ja. Und ich glaube vor allem, wenn man so jung ist, also ich bin jetzt nicht alt oder so, aber halt vor 4 Jahren, da habe ich mir, glaube ich, auch noch viel weniger Gedanken drüber gemacht, so. Mhm. So, es war viel mehr so dieses I don't give a shit, so. Ja. Aber, ja, so einfach gemacht, so jugendlicher Leichtsinn, so würde ich sagen. Ah ja, ja, okay. Und damals habe ich es ja auch nur eigentlich gemacht, um halt Leute zu ärgern, weil ich wollte Hate-Kommentare haben. Ja, das war weil auch... Weil das war diese Instagram-Rapper-Zeit, weißt du, wo so... Ja. So Leute auf Ernst, tryhard versucht haben mit diese im Auto-Rap-Videos, ja, und so. Stimmt. Nicht auf Ernst so mit so 10 Jungs hinter sich mit diese Tanzmoves und so. Und ich wollte das einfach hops nehmen und genau von diesen Leuten wollte ich so diese Kommentare haben. Du Schwanz, was denkt der sich, hör auf und so. Und irgendwie hat das geklappt. Bisschen zu gut geklappt und ja. Das war Banger, Bro. Damals. Oder Das war eigentlich auch meine Strategie. Ich war so, ey, einfach Leute zum Kommentieren bringen und halt irgendwie die Leute einfach so zum Haten anfechten. Ja, genau. Einfachste Strategie eigentlich. Leute wollen sich über dich aufregen. Ja? Digga, wenn du was Ordentliches machst, keiner kommentiert. Okay, bei mir habt ihr zum Glück jetzt das Tod kommentiert, das neueste Video, aber so, wenn man meistens was Cooles macht, so, dann irgendwie keiner ist da. Aber wenn man irgendeine Kacke macht, auf einmal alle sind da. Ja. Ich check das nicht. Und dann sind das die Leute, die sich beschweren, im Internet gibt es nichts Sinnvolles und so, aber du kommentierst nur, wenn du irgendwas zum Haten hast, Bruder. Ja, ja, ist doch kein Wunder, dass dann nur sowas online kommt, Digga. Die sind so selber Teil vom Problem. Ja, ihr seid Teil vom Problem, Leute. So. Wie war es bei dir? Ich glaube auch, dieser jugendliche Leichtsinn. Ich habe halt nicht diese Comedy-Schiene. Ja, du hast ja eigentlich immer so ziemlich seriöser Content. Genau, oder? Aber ich glaube, ich habe halt auch nicht wirklich viel drüber nachgedacht. Es gibt ja auch Sachen, die würden sich anderen Leuten nicht trauen. So, weißt du, und dann, weißt du was? True. Fuck it. Weil at the end of the day, es ist nur ein Foto im Internet, das ist nicht ein real place, verstehst du? Ich bin ja weg davon. Ja. Posted, fertig ist. Ja. Out of sight, out of mind. Das ist halt so ein bisschen mein Mindset. Ja, also, auch jetzt immer noch so. Ja. Ich kann auch einen krassesten Fitpulle mit Kiss Heels oder irgendwie so eine Art Leggings und dann noch so Skirten und shit. Bruder, ja. Hochgeladen, Handy weg. Ja. Sollen jetzt die Hater zu mir nach Hause kommen, so.
Ich kann das auch voll differenzieren. Kann ich kurz was fragen? Ja. Also ich zum Beispiel habe das ja nicht, dass ich so dieses Konkurrenzdenken habe, weil ich glaube, ich finde, in meiner Schiene ist irgendwie keiner drinne. Checkst du, was ich meine? Mhm, also ich finde, bei dem, was ich mache, gibt es keine Konkurrenz bis jetzt. So. Aber zum Beispiel bei dir, so, du bist ja in diesem Fashion-Kosmos, hast du manchmal diesen Druck, dass du dir denkst, so, oh, der hat so ein Fit gehabt, ich brauche noch was Krasseres, ich brauche noch eine krankere Transition irgendwie bei meinem... Das ist eine gute Frage. Ding, so. Scheiße. Hast du das? Sitzt du so zu Hause und denkst dir so... Let me not cap. Ja, ich hatte sogar früher volles Problem damit, so, dass ich irgendwie dann sehr viele Leute auf so Konkurrenz gesehen habe, so, okay, scheiße, ich muss irgendwie besser sein als der oder so. Oder fuck, kann ja so. Aber auch gesund sein. Also ich ja, finde das nichts unbedingt Schlechtes. Das, zum Beispiel, dass du gerade Futures gesagt hast, wir hatten das von Anfang an, aber halt auf so einem healthy Lifestyle, verstehst ja. du? So, okay, er ist krass, okay, I gotta do better. Und dann checkst du immer hin, ja. okay, ich bin ja besser, dann er. Ja. Das ist auch der Reason, warum wir auch so weit gekommen sind. Ich finde das total gesund, ja. Das ist geil, aber das so kann auch mal ganz schnell zu viel werden. Verstehst ja, du? Und das hatte ich auch schon mit anderen Leuten so. Du musst ja auch selber irgendwann so sagen, ey, okay, step down, your time to shine will come, verstehst du? Also wenn du einfach genuine an dein Shit gehst und regelmäßig für eine Zeit, Bro. Ja. Entweder du bist cursed, also literally so, oder du willst schon packen, verstehst du? Ja. Jeder hat seine authentische Seite, weißt du, so muss man nicht so irgendwie besser sein, weil, Bro, so in deiner Meinung, der ist besser, aber vielleicht so von dir draußen, so, du siehst ein bisschen krass aus, weißt du, es ist anders, weißt du, es ist alles subjektiv, kommt subjektiv und du bist einfach besser in deinem eigenen Weg, deswegen. Total. Und es ist halt auch dieses so, Bro, wenn andere Leute krass sind, Digga, ich meine, das schadet mir doch nicht, weißt du? Die nehmen ja nicht meinen Hack weg. So. Ja, ja, weißt voll. Du? Lass voll. Doch einfach zusammen krass sein. So. Ja. Was krass zu sein, so materialistic ist krass oder so, was ist krass für euch? So, also wie kann man sagen? So, Leute sehen dich und sagen, okay, der ist krass, aber warum der ist krass? Weil der so tragt materialische Sachen, so material shit? Oder wie ist das für euch? Ich sag immer, dass Leute krass sind, du gehst nicht darum, was die anhaben. Ja, ja, das. Ich sag halt immer, du hast Swag als Person, aber damit meine ich einfach Ausstrahlung. Du hast Charakter, ja. Du bist authentisch, du hast was in der Birne, verstehst du? Mhm. So, wenn ich mich mit dir unterhalte, Bro, wir können uns nicht nur über Rap unterhalten oder über Fashion, sondern einmal, das eine Gespräch, was wir mal hatten, Bro, wir saßen hier auf einmal, wir reden über Politik oder so eine Scheiße. Ja. Bruder, das war krass, Digga, ja. Ja, Bruder, check, verstehst du? Weil ich finde, im Leben gibt es einfach viel mehr als nur diese. Weißt du, diese Halligalli-Geschichten, die Bubble, in der man einfach lebt. Es gibt viel mehr als halt einfach, das. Ich brauche Personen, die einfach ein bisschen breit gefächert sind. Einfach. Ja. Ja, das ist für mich. Dann bist du für mich als Person krass, weil, Bro, du kannst mit H&M-Sachen, reduzierten H&M-Sachen rumlaufen, Bruder. Aber wenn du so bist, Bruder, ich sag ehrlich, du bist krass. Für dich. Und ich fühle sowas, verstehst du? Ja. Ja, ich finde, das turnt mir auch immer richtig ab. Diese Menschen, die halt eben nur auf diese äußeren Werte irgendwie so fokussiert sind. Ich finde, das sind für mich, das sind immer die halten sich für am coolsten, aber das sind für mich die uncoolsten von allen. Man merkt doch, die Leute, die haben immer so einen Film, weißt du, die sind so. Ja. Das muss versatile sein, auf jeden Fall mit alles, sogar mit Content, weißt du, so Content muss nicht nur über eine Sache gehen, weißt du, muss man auf jeden Fall neue Bubble finden für dich, weißt du, Leute, die dich auch, weißt du, nicht nur wegen Fashion oder wegen anderen Sachen oder wegen Musik, nur vielleicht so über mentalen Sachen auch. Mhm. Weißt du, das ist auch wichtig. Voll. Wenn du mit Leuten einfach so irgendwie verbinden kannst, so vielleicht die relaten können auch, weißt du, das kann auch helfen. So. Ich finde das auch krass. Ja, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Der Username Nikotanisches Nutella. Damn, Bro. Digga, ich höre Bro, schon. Deine Community ist so kreativ, Digga. Schau Jungs. Okay, lass mal noch ein, zwei Hot Takes machen. Ja, also ich glaube, mein Lieblingswort ist, immer ein bisschen uncomfortable sein ist besser als zu comfortable sein. Mhm. Und ich finde das so, es Frage kommt von Kaon, Shoutout, mein Sis. Was habt ihr letztens nochmal zu Hot Take gesagt? Heißer Griff? Heißer Griff, ja, zu Hot Take. Dieser heißer Griff. Und ich finde das so, wenn du zu comfortable bist in deinem Leben, so zu comfortable, dass du, weißt du, achtest einfach so, du bist zu comfortable, du willst einfach nichts machen. Das heißt, du einfach so, weißt du, verbesserst irgendwie nicht. Mm. Du einfach bleibst in der gleichen Welle und gehst einfach nicht besser und nicht schlechter. Ja, ist einfach zu, sogar gehst du schlechter, weil du nichts machst. Ja. Und ich finde, wenn du irgendwas uncomfortable machst, das heißt, du machst irgendwas richtig. Und dann, es wird noch leichter und leichter sein.
Und ich glaube, so out of comfort zone, weißt du? Ich hatte das damals, glaube ich, auch mal in irgendeiner Episode gesagt, wo ich so meinte, immer wenn ich mich unwohl fühle bei einem Video, bevor ich es poste, weiß ich so, ja, okay, das ist das richtige Video, das will ich posten. Weil man daran dann eben merkt, okay, ich mache wieder, weißt du, man tut diese Zone, mit der man sich wohlfühlt, ein bisschen weiter ausgraben, ein bisschen in Gebiete gehen, in denen man noch nicht war. Ich finde das eigentlich auch, also es ist nicht mal ein Hot Take, Digga. So. Das ist einfach Fact. Das ist einfach faktisch. Ja. Ehrlich. Ja. Okay, hast du noch einen heißen Griff? Ich habe, also kann man eigentlich beiden sagen, so Deutschrap Underground aktuell so gut wie ja, nicht wie noch nie. Ist von Icy Boy J. Shoutout an dich. Ja, ja. Cooler Typ, Bruder. Ja. Cottbus, Shoutout Cottbus, Bruder. Ja. Deutschrap Underground ist so gut wie noch nie. Ja. Ich muss sagen, ich bin da nicht so krass drinnen, aber ich check langsam vor allem, ich glaube, du hast ein paar Sachen auf TikTok repostet gehabt von Psych. Kann sein, also die ganzen Homies von Kill Dummies und so. Ja, genau. Diese Germanistan und sowas. Bro, das ist schon lucky hart. Ich sag dir ehrlich so. Deswegen, ich hab echt Hoffnung, so, weil Deutschrap war echt schon früher. 26.04. Ich sag ehrlich so, kommt alle ganz Underground in this bitch, Bro. Sag dir ehrlich ich so. Ich finde auch, es wird viel kreativer. Also die Menschen, jetzt fließt, die Menschen werden hier auch weirder einfach. So ein bisschen wie in Amerika drüben sind jetzt. Diese 5 Jahre sind jetzt vergangen, jetzt kommt es hier an, mäßig so. Ja. Die Leute experimentieren mehr rum. Es gibt mehr Leute, die auch schon langsam in Mainstream reinsickern, so wie Soli zum Beispiel und so. Ja. Die irgendwie auch aus dieser Welt kommen und das aber cool machen und fresh machen. Soli macht auf jeden Fall so krasse Sachen. Der ist gerade so wie Ken Carson gerade in Amerika. So, weißt du, also auf jeden Fall, der ist überall und auch nicht so crazy berühmt, aber auf jeden Fall so kann man nicht sagen, dass der Underground ist. Ja, voll. Ich und weiß, so, der macht sein Ding und jeder feiert das, weil der hat crazy. Bei seinen Followers kann man nicht sagen, dass der so viele Sachen macht. Weißt du, da, Sold Out Arena, also Sold Out Shows und so, ist schon crazy. So. Huxley ist schon ein riesiger. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß, was du meinst. Der hat, wie viel hat er? 50.000? Ja. Ja, das, ja. Ich finde das gut. Weißt du? Bin ich zurück, by the way. Wenn du eine starke Base hast, aber, dann ist das, glaube ich, schon machbar. Ja. Es, weißt du, man sagt, es ist besser 100 loyal Followers haben als so 1000, die so ja, absolut. Abzu. Ja, ja, weißt ja. Du? Absolut. 100%. Ich finde das krass. Ja, nee, ich finde es auf jeden Fall auch coole Landschaft mittlerweile hier irgendwie. Sei es Videos, sei es Sound irgendwie, auch eben schaut an die ganze Germanistan-Ecke und sowas. Ich finde, da sind auf jeden Fall auch coole, kreative Kids mit dabei. Also. Psych auf jeden Fall, der Bro, der ist gerade in TikTok auch am Pumpen, so Leute nutzen seinen Sound. Ja. Ich glaube, das ist das Neue, dieser arabische Plus. Genau der ist hart, ja, ehrlich. Ja, Bless. Ja, das ist schon, Bro, das wird Doom live gehen, weißt du, Bro, der braucht einfach ein bisschen so Attention, Bro. Deswegen, der macht TikToks und ich sehe, das so ein bisschen sein Nicht-Comfort-Zone, aber der meint so, weißt du, ich will auch comfortable, das heißt, das mache ich irgendwas gut. Ja. Das ist das Ding. Shoutout an Fick das Geld auch. Ja. Shoutout an dich, Digga. Ist das cooler Typ, Bruder. Ja, voll. Hast du noch einen heißen Griff? Ja. Das letzte von Bakwa. Rap ist Arsch und langweilig geworden seit 2 Jahren. Einfach genau Gegenteil. Genau, ja, Gegenteil. Shoutout Berkan, Bro. Auch Homie von mir. Ich finde es aber einen interessanten Take, weil ich finde irgendwie, da ist auf jeden Fall was dran. Aber was Arsch geworden? Mhm. So, was genau? Also, Sound? Also vieles hört sich dann doch gleich an, finde ich. Also es gibt, so viel es auch viel Diversität mittlerweile gibt, sind auch ein paar Sachen, es ist so, boah, ich weiß nicht, ob das auch so die Werte sind von jungen Menschen mittlerweile, weißt du? Ja, aber ich glaube, das ist alles angefangen, seit Kanye 2008 so 808's Heartbreak gemacht haben und jetzt aber so viele Rappers einfach gewonnen und jetzt, jeder hat so, weißt du, damals war nur Kanye, 50 Cent, bla bla. Es waren nur 2 verschiedene Raps, so Rap-Styles, Genre, Arten, weißt du, ja, genau. Aber jetzt so von 2008, diese 808s gedroppt hat und so, war ganz andere Leute, so war Young Thug, war Travis, war Future und von diesen Leuten kommen die anderen und die anderen und alle, so wie ein Circle und es kommt mehr. Aber glaubt ihr, Rap war schon am Peak und ist gerade auf dem Weg nach unten? Weil ich weiß, wann war das? 2016, als Rap offiziell die meistgehörteste Genre auf der Welt war. Über Rock'n'Roll wurde dann, glaube ich, überholt damals. Das war schon, aber da war so, alle hatte gute Prime damals in 2016 gehabt, deswegen ist einfach so überall so, wer hat das gejobbt? So Kanye gejobbt hat, dann Kendrick hat nichts gejobbt. Eigentlich 2006 war nicht so,
viele Leute overrated ein bisschen so 2006, ja. Aber ich finde nicht so es geil. Ist sehr viel Nostalgie. Es ist Nostalgie, aber Bro, so musikweise, ich finde so 2017 sogar besser. 2017 war crazy. 2017 sogar besser, weißt du? Ja. Irgendwann so viel mehr Newcomer. Viel mehr Newcomer und Leute so haben dann so Playboi Carti 2017 war ja, und Poppen. Ja, Uzi war so Lowest Rage 2. Ja. War auch so. Es war jeden Prime war eigentlich in 2017. Kendrick mit Damn. Hm. Young Thug mit Jeffrey. Ja. Ah nein, Young Thug und Jeffrey war 2016. 16. Triple. Aber ich habe schon auch, ich bin mir auch nicht sicher, zum Beispiel, wir wohnen ja auch in einer Stadt wie Berlin, wo Hip-Hop zum Beispiel nicht mal die größte Genre ist. Also ich finde diese Techno-Welt und so. Wird ja auch immer größer. Deswegen Leute machen diese Techno-Trap oder Techno-Rap. Ja, ja, ich check. Weil es auch so gut, weil Leute verbinden das. Ja. Weißt du, okay, ich wohne in Berlin, was mache ich? Techno. Aber wie, ich liebe Trap und so. Und dann verbinden, dann kommt raus Chiago. Ja, ja. Schade an Chiago. Macht nicht Blade auch so mäßig Techno-Rap? Blade macht Hyperpop. Und Blade ist was anderes, Bro. Die auch das auch kommt von Rave aus Schweden. Schweden, ne? Schweden, ne? Late, too late, aus Hamburg, der Schwarze. Der Mann. Ach so. Ach so, Bruder. Ich dachte, du meintest von... Das ist der Schwarze. Siehst du den Mann mit der Bruder? Ja, ja, genau. Oder der Bruder, ich weiß, zwei late, Bruder. Bruder, ich war gerade so, was ist der? Ich dachte, er redet von Drain Gang, Bro. Drain Gang, Blade. Ah, nein. Nein, Bro, das... Bro, das... Oh, tschüss. Das oh, war, okay. Ja, hat er was check hat. Follow me. Aber ich finde genau das, ich finde das passiert auch eben im Rap, dass eben es fängt an, sich alles miteinander zu vermischen. Mhm. Ebenso. Auch Cardi mit seinem so Rock/Hip-Hop-Ding irgendwie, so Techno-Beats, Drum and Bass hört man auch immer mehr auf so Rap-artige Sachen. Ja. So Drill, ich habe das Gefühl, es vermischt sich irgendwie so alles. Ja, deswegen so Leute denken, dass einfach so. Es ist, aber es einfach nicht dein Genre ist, weil Rap ist jetzt so versatile, du kannst mehr als 100 andere Genres von Rap sagen und deswegen Leute denken, ja, das ist, was ist mit der Rap? Aber du kannst auf jeden Fall, also wenn du also Old-Hip-Hop-Rap feierst, du kannst auf jeden Fall Bodie James hören, Westside Gunn, Benny the Butcher, diese Leute machen auch so gleichzeitig Oldschool-Rap. Sind traditional. Ja, traditional Rap und die machen das auch krass und deswegen, ich finde, dass Leute einfach denkt, dass so, weißt du, dass wenn dieser Typ so einen scheiße Mucke macht, das heißt, dass jeder wird die gleiche machen. Aber nein, ja, du bist einfach. Es auch Trap hat auch Bubble. Das ist crazy. Safe. Was geht jetzt noch bei euch, Digga? Ich und Phil gehen jetzt gleich noch Moneyboy-Konzert. Was? Ja. King, Bro. What the hell? Du gehst jetzt zum Moneyboy-Konzert? Ist heute? Ja, ja. Krank, Digga. Und Huxley's. Auch Huxley's, da wo Sauli auch ja, wo Sauli hatte. Ja. Digga, shout out Moneyboy, Bro. Chicken Man, Chicken Moneyboy, Man. Moneyboy-Legende, ich schwöre. Ja, safe. Bro. Ich freue mich voll, also wir haben ein paar Überschneidungen auch. Erstens mit diesem deutsch-englischen Mischen, das hat er ja schon als erstes gemacht damals. Swag. Dann dieses Interview, was ich gemacht habe im Schweizer Radio, das war mit Vanessa Maurer. Und die Vanessa Maurer hat damals dieses berühmte Moneyboy-Interview gemacht auf Joy. Laber, das war die, die da so gesessen hat? Das ist genau dieselbe gewesen. Ey, wie geil. Ja, oder? Voll witzig. Das ist krass. Ja. Ich habe gehört, dass er N-Wort gesagt hat bei Splash Festival, aber I'm not sure. Ich habe sowas gehört. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Schade an Moneyboy, schade an die Zuschauer, ich würde hier beenden. Phil, schön, dass du da warst heute. Ich hab die Ende ein bisschen uncomfortable gemacht, Bro. Der Boy said, nigga. Lasst ein Like, lasst einen Comment da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yesirski. Peace out.